Und das, obwohl ich eigentlich gar nichts Böses will. Ich bin eigentlich immer nur auf der Suche nach Classics Enderman. So, und hier kannst du in diesen Gebäuden diverse nette kleine Sachen finden. Ja, Crafting Table. Ein Kolben zum Beispiel. Kann man immer mal brauchen. Ist eine gute Idee. Jetzt hat sich der Opa gerade selber umgebracht. Ist ja auch ein doofer Opa gewesen. So. Und so weiter. Hier findest du also noch mehr. Da vorne ist auch noch eins. Aua. Erst mal kurz was essen, bevor wir hier ins Getümmel gehen. Knowledge of Nothing. TK, aka Steven R. Aus dem Hause T&M Sound Team. Lange, lange ist es her. Aber das T&M Sound Team ist tatsächlich so nicht mehr präsent. Das ist ein Looter, wie du siehst. Wirft er dir dann genau das ab, womit du ihn gehauen hast. So, dann kommt mal näher. Schön rein in den Treibsand. Jawohl. So, dann geht er mir nämlich nicht mehr auf den Zeiger. Schon kann ich hier einfach gefahrlos weiterlaufen, weil ihr im Treibsand hängt. Muah! Vielleicht gibt es eines Tages tatsächlich nochmal Musik aus dem T&M Sound Team, aber ich möchte da keinerlei Hoffnungen streuen. Ich denke aber selber, dass ich, wenn ich denn finanziell wieder auf den Beinen stehe, auf denen ich stehen möchte, in der Lage sein werde, mein Tasteninstrument hier entweder reparieren zu lassen oder mir einen neuen Zuspieler zuzulegen. Wenn dem so ist, mache ich wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen mehr so musikalische Sachen. Gerne auch gemeinsam, gerne auf Twitch. Wäre zum Beispiel so eine Idee, die man machen könnte, so von wegen Let's Klimper Together oder so, verstehst du? Kann man sich ja überlegen, muss man natürlich nicht machen, kann man aber. Ja. Hi! Zing! Gerade nicht so viel Endermäßiges unterwegs, sehe ich gerade. Aua. Ba-da-da-da-da. Ja, so ein Let's Klimper Together würde ich machen. Oder würde ich zumindest mal versuchen wollen. Ja. Vielleicht geht da was, vielleicht geht auch nichts. Das weiß man ja alles nicht. Das sind ja alles immer nur so kleine Versuchsgeschichten. Minecraft war ja auch nur ein Versuch. Ja. Dass es jetzt natürlich schon so lange läuft, das hätte ich selber von mir nicht erwartet. Aber dieses Game macht mir halt unglaublichen Spaß. Und ja. Es personifiziert quasi das, was ich gerne habe. Ja, oder es zeigt halt, was ich gerne mache. Ich musiziere halt gern. Ja, und ich bin halt sehr froh, wenn es... Aua, aua. Oh, ich mache halt mit Minecraft genau das, wonach mir der Sinn steht. Ja, ich mache Musik. Ach, ich mache Musik. Ja, das mache ich auch. Nein, ich mache doch Musik. Klar, ich mache Musik, mit dem ich hier den Leuten das Schwert auf den Kopf klimpere und ihnen damit einen Scheitel ziehe, einen musikalischen. Boah, Ruckel, Alter, FPS-Einbrüche des Todes. Zuweilen 15 FPS. Was bist du? Looter. Ja. Da ist ein Klassik. Enderman. Den will ich haben. Warum will ich den haben? Der gibt Enderperlen. Ach, ich hab doch nicht... Wie?
Ich wollte eigentlich dieses blöde Skelett anschießen. So, da vorne ist noch ein Classic. You are mine. Gott, ist das furchtbar. Ja, wenn du mal ein paar Mal öfter draufhaust, siehst du auch relativ schnell, wie das geht, dass du hier ruckzuck dein Schwert hinüber hast. Ziehen. Damn! Oh, diesmal keine. Es kann ja nicht immer klappen, ne? Ein Looter. Gut, zurück zum Spiel. Es macht mir halt unglaublichen Spaß, dieses Spiel. Das ist einer der Kernpunkte, warum ich heute immer noch Minecraft spiele. Weil es Mords Spaß macht. Fertig aus. Es macht genau das, was ich möchte oder was ich von dem Spiel erwarte. Es gibt mir Enderperlen. Machen wir hier die Zombies richtig im Griff, du, mein lieber Scholli. Du hast jetzt nicht vor, mich anzugreifen. Doch, Tatsache, das glaube ich doch nicht. Meine ganze Rüstung kaputt, du Vogel. Hast du mich gerade mit Kies beworfen oder was? Was bist denn du für ein Vogel? Guck hier, was du da sammelst. So, das kann weg. Das kann weg. Das geht da hoch. Enderperle. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon gut Enderperlen. Bist du ein Looter? Du bist doch bestimmt ein Looter. Nee, du bist ein einfacher Fahrer. Okay, aber du bist ein Enderman, den ich haben will. Was bist denn du für ein Vieh? Alter! Jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Ich glaube, ich muss hier mal so ein Stück weit mich erstmal verpissoiren. Ja, ja, schreit ihr nur, lacht ihr nur. Ich werde jetzt erstmal hier mich verpissen. Huch, was ist denn das? Das ist doch so ein Fahrländers Obsidian-Teil-Block-Dingens. So ein Schlaf mich tot hier. Wie heißt's denn? Da ist auch noch so ein Dingens obendrauf. Hier, komm mal her. Scheiße. Was sagt denn meine Rüstung? Müsste ich mal zusehen, dass wir die repariert kriegen. Was ist denn das? Titanhide. Alles klar. Was wir daraus machen können, müsste ich mir nochmal im Wiki anschauen. Ein Ohrgem. Alles klar. Der kann hier weg. Oh, dass wir an Enderperlen gesammelt haben in der kurzen Zeit. Hier in diesem Turm befindet sich ein Geheimnis. Das sind zwei Kisten, die da versteckt sind. Du weißt halt nie, wo sie sind.
Dafür musst du halt dieses Viech loswerden, was da oben drauf thront. Deswegen klettere ich da einfach jetzt mal hoch. Das hier kann weg. Das hier kann auch weg. Wir gucken mal mit unserer X-Ray-Mod mal kurz nach, wo die Kisten sind. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Sind die hier? Aua. Oder sind die eher hier? Ne, die sind da. Dann waren wir auf der Seite gar nicht so verkehrt. Das geht mir auf den Zeiger hier mit diesen Dingen. Das heißt, wir jumpen einfach hier hoch. Wir müssen nur aufpassen, weil der Titan uns da oben auch mal ganz schnell das Leben auslöschen kann. Wie du gesehen hast, ging das gerade eben sehr schnell. Also entweder beklauen wir ihm unterm Arsch. Und ich glaube, das wird das Beste sein. Da ist es. Genau. Das heißt, wir müssen hier Obsidian abbauen. Entweder so. Oder aber wir erlegen ihn. Das Problem ist, ihn zu erlegen ist nicht einfach. Ja, und ich bin ja nun auch kein Freund davon, permanent mit der Ultimate Fist drauf rumzukloppen. Wenn ich mich hier schon so ein bisschen ranmodde mit meiner X-Ray-Mod und einfach mal gucke, wo er denn das gute Zeug versteckt hat. Die Frage ist, ob er schon weiß, wo ich bin. Oder ob er mich gar nicht mitkriegt, wenn ich unter ihm bin. Und manchmal bricht es hier auch ein bisschen ein. Es sind zwei Kisten, in der Regel stehen die übereinander. Siehst du? Da gucken wir natürlich schon mal rein, was es da so gibt und ob das was für uns ist. Teleportation Jam, was auch immer das ist. Oh, Gastrennen. Nochmal Enderperlen. Ja, damit kann man schon was anfangen. Und dann hauen wir einfach wieder ab. Muha! Na! Muhuhu! Ach, schön. De. Kann ich dich irgendwie ein Stück weit ranzoomen? Aber dann sieht man dich nicht so gut. So, siehst du? Und schon haben wir uns ein bisschen eingedeckt. Mit Enderperlen. Du siehst also, es ist einiges möglich mit der entsprechenden Mod, mit der Fahrländer-Mod. So. Flint. Ne, den lassen wir bei uns. Den behalte ich. Wir werden jetzt zusehen, dass wir wieder nach Hause kommen. Ja. Das werden wir jetzt tun. Und da nehmen wir unseren Strand.